Jetzt ist ein schneller Jive angesagt von Paar 04, Ex-Skisprungtrainer Alexander Pointner und Manuela Stöckel. Und für das Motto, tut's nur. Das, genau, Wein muss mit. Ein schneller Jive von Manuela Stöckel und Alexander Pointner. Und für das Motto Family and Friends hat der Alexander in seiner Familie sehr schnell eine Freiwillige gefunden. So, meine Damen. Das taugt mir schon, dass ich jetzt mit zwei Damen trainieren kann. Das glaube ich da sofort. Ja. Wir tanzen diese Woche einen Jive zu Shake It Off von Taylor Swift. Paula, das ist dein Arbeitsplatz für die nächste Woche. Die Paula wird mittanzen, dann Alex, seine Tochter. Okay. Danke. Also da ist alles erlaubt. Wo ich in die Familiengruppe geschrieben habe, wow, es gibt dann in ein paar Wochen Family and Friends. Wer begleitet uns in Ballroom aufs Parkett? Und die Paula hat sofort geschrieben, ja, das mache ich. Und das war dann wow. Voilà. Und eins. Nein, fangen wir mit dem an. Nein, mit dem fangen wir nicht an, wir fangen mit dem an. Paula und wir als Familie haben ganz eine schwere Zeit hinter uns, weil unsere Tochter, die Nina, verstorben ist. Sie hat Suizid verübt. So was vergisst man nicht. Das ist ganz, ganz was Schlimmes und reißt halt ein Riesenloch ins Leben von einem jeden. Und lachen. Ah ja, lachen. Ah, Paula, wenn ich deine Kastanienaugen sehe, dann lache ich automatisch. Und plötzlich sagt die Paula dazu und sie hat dann auch mal fallen lassen, ja, sie tanzt für die Nina. Die Nina war, die ist auf der Bühne daheim gewesen. Also die hat halt unheimlich gern musiziert und die hat sich nie irgendwas geschissen. Und die Paula hat die Nina schon immer bewundert. Es war das große Vorbild von der Paula und jetzt hat sie wirklich die Courage und den Mut, das zu machen. Wow. Es ist so cool, wenn wir dann dort stehen, Paula. Ja. Wir freuen uns dann als Familie, mit der Manu gemeinsam da auf der Bühne zu stehen und Shake It Off. Also das Liedl, das passt ja auch. Das, glaube ich, muss man auch lernen. Wir dürfen auch zwischendurch oder wenn es geht, immer auch fröhlich sein, auch wenn sowas passiert ist. Nur ist das halt ganz, ganz schwer. Aber Shake It Off, dass man mal alles rundherum vergisst und dann mal richtig abschickt, das gehört auch dazu. Ich bin so stolz auf die Paula.
Standing Ovations verdientermaßen für Alexander Pointner, Manuela Stöckl und Paula. Ja, shake it off. Ist es jetzt gelungen, Alex? Es war so emotional. Es war davor schon so emotional, wo ich den Film gesehen habe. Und ja, ich bin so stolz auf die Paula, dass sie das heute gemacht hat. Und die hat mir heute den Schatten tanzt. Aber gemeinsam haben wir es geschafft. Ja, und wie? Nicht nur geschafft, sondern quasi den Scheiß bezwungen. Und es waren weit mehr als 20 Sekunden auch. Hast du sie mit deiner Tanzleidenschaft angesteckt? Ja. Also, sie hat sofort zugesagt und dann ist es ihr gleich gegangen wie mir. Ich wollte dann auch nicht mehr nach Wien fahren. In der Früh habe ich immer so ein komisches Bauchgefühl gehabt und so ist der Paula auch gegangen. Aber die Angie, die leider daheim sitzen muss, und das tut besonders weh, weil jetzt war endlich einmal was Positives wieder mal gewesen in unserer Familie und jetzt hat sie Corona und kann nicht da sein. Aber sie schaut sicher zu, die Angie. Wir schicken ganz liebe Grüße und einen Riesenapplaus vom Ballroom an dich, Angie. Die Angie haltet es zu Hause jetzt auch so zusammen und ermöglicht wahrscheinlich dir auch die Zeit jetzt hier und das zu erleben wahrscheinlich. Ja, die Angie ist immer da. Ohne die Angie war ich auch nicht da. Sie war dann diejenige, die gesagt hat, Alex, das machst du jetzt. Das kann uns als Familie weiterhelfen. Da können wir auch wieder ein bisschen Leichtigkeit in unser Leben bringen. Und ja, ich glaube, es war schon bis jetzt eine gute Zeit und es wird noch eine gute Zeit werden, weil ich auch sehr an mir arbeite. Das merkt auch die Angie und das ist auch ganz wichtig, weil sie kann nicht immer alles tragen. Man muss gemeinsam dann stark sein. Jemand kann auch immer schwach sein und der andere übernimmt. Aber stark sein ist ganz, ganz schön schwer, wenn man sich die Zuspielung angeschaut hat. Der Tanz war natürlich großartig und den haben wir alle sehr genossen. Aber Amira hat auch Tränen in den Augen gerade. Auch ein paar vergossen. Und jetzt bin ich auch noch als erstes dran. Ja, Tanzen ist Medizin. Es ist so. Das hilft und es ist unfassbar, eure Stärke spürt man auf der Bühne, euren Zusammenhalt und es ist einfach voll schön zu beobachten und Hut ab. Puh, ich kann nicht mehr sprechen, es tut mir leid. Das hat mich echt sehr berührt. Danke. Danke. Bollasch. Ja, da muss ich wirklich zustimmen. Tanzen ist eine der besten Ablenkungen im Leben. Man nutzt es natürlich nicht nur in den dramatischen Sonnenfällen wie eure, sondern einfach in banalen Bereichen des Lebens, wo man eigentlich von Alltag, von der Arbeit abgelenkt werden soll. Jetzt zu eurer Produktion. Bei den vorigen Kandidaten habe ich das ein bisschen bemangelt, dass die eigentlich mit diesem Dreier, der an und für sich nicht zwei, sondern drei, auch von Zahl her schon mehr ist als zwei, nicht wirklich viel angefangen haben. So sage ich mal, wenn ich drei Menschen auf der Fläche habe, dann kann ich mehr anfangen als nur mit zwei. Und man muss ich dich loben, du hast vielleicht nicht den tollsten Pferd im Stall, aber du hast mit allen Mitteln versucht, diese Dreierpaket so darzustellen, wie das zum Darstellen ist. Du hast mit Requisiten gearbeitet, du hast ihn dazu gebracht, dass er gleichzeitig zwei Damen bewegt. Vor zwei Wochen hat nicht einmal eine bewegen hat können. Und jetzt gleichzeitig zwei Damen bewegt. Danke. Gute Arbeit. Danke, Bollasch. Maria. Danke. Also bei euch beiden war ich sehr gespannt, wie ihr euch heute präsentiert und wie ich gehört habe, eben vorher schon auf Social Media in den Nachrichten, dass ihr dieses Thema vertanzt von deiner Tochter. Also ich glaube, es ist sicher so, jeder, der was ein Kind zu Hause hat, der kann das so mitfühlen, wie schlimm das sein muss, wenn man einfach so schwere Zeiten hinter sich hat und trotzdem auch noch so dunkle Stunden einfach aufsteht und zeigt, dass das Leben auch wieder schöne Seiten haben kann und dass man trotzdem Spaß und Freude haben darf, auch wenn einfach so viel passiert ist in der Vergangenheit,
was man sich wünscht, dass das nicht so ist. Und du bist für mich da absolutes Vorbild. Und ich finde, das ist echt. Danke. Echt. Super schön vertanzt und ich finde, es gibt einfach, es gibt tänzerisch ganz viel, was ich sagen konnte, was nicht perfekt war, aber es ist halt echt nicht der Zeitpunkt dazu und ich finde, es gibt Situationen, wo einfach Emotion und die Geschichte dahinter größer ist und ich finde, der Zeitpunkt ist heute. Danke. 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 Danke, Maria. Kein Paar wird heute die Show verlassen. Aber nach Ostern ist es dann soweit. Wir nehmen jeden Jurypunkt mit und wie gesagt auch jeden Anruf und SMS. Alex und Manu brauchen auch Anrufe und SMS, wollen diese Anrufe. Also dann brauchen sie noch die Telefonnummer 090 10 59 09 und dann seid ihr das Paar 04. So schaut's aus. Dankeschön. Shake it off. Ein eigentlich banaler Popsong in der Version von Against the Current. Von euch mit ganz viel Tiefe auch versehen. Und ich meine, Paula, wie hast du das gerade gerockt, bitte? So ein Wahnsinn. Danke. War's cool? Voll. Für dich auch? Ich hab's richtig genossen. Wirklich? Mhm, voll. Vorher warst du nicht ganz Nein, super, ja? Gar, ich war so nervös, ich hab so Angst gehabt, aber ich hab's richtig genossen. Es hat voll Wobei Spaß angeblich, gemacht. Angeblich mehr Angst mehr jetzt vor dem Interview. Vom Interview, ja, stimmt. Nein, wirklich so. Nein, jetzt geht's. Jetzt, das voll. Maria, jetzt geht's voll. Liebe Paula, wir haben deine Mama schon gegrüßt. Die sitzt zu Hause. Wir müssen noch jemanden grüßen. Genau. Meine Chefin, ja. Weil die mir die Woche freigegeben hat, dass sie trainieren kann. Genau. Wie heißt sie denn? Andrea. Andrea, danke, dass du uns die Paula geliehen hast. Wir finden ja alle, und wir kennen deinen Papa noch nicht so lange, wir finden, der hat sich wahnsinnig verändert. Voller. Also er ist schon Pferd genannt worden, vorhin gerade vom Paula. Also er ist jetzt ein stolzer Hengst und kann auch schon schön alle diese Tricks machen. Hast du diese Veränderung auch als langjähriges Familienmitglied festgestellt? Voller, richtig. Ja. Also er hat sich so zart entwickelt die letzten Wochen. Zart ist gut, das heißt gut bei uns in Tirol. Voll zart, geil. Nein, ja. Das ist mega schön zum Anschauen, was er für einen Spaß dabei hat und auch einen Ehrgeiz entwickelt hat mittlerweile. Also voll, aber im guten Sinne, genau. Ist er dir auch manchmal peinlich? Jetzt sehen wir uns ehrlich. Ja. Also hast du denn schon mal ein oranges Hemd mit Pailletten? Das ist ja wahrscheinlich auch eine ureigene Aufgabe eines Vaters, dass er peinlich ist, aber... Jawohl, er war mir schon öfter peinlich, gut. Aber... Ja. So. Aber das ist okay. Das aber ist hier okay. Ist er total super. Ja, voll. Aber du bist noch superer. Es ist jetzt alles super. Also diese... Veränderung, die du da durchmachst, die sehen alle anderen, du auch selber, Alex? Ja, und vor allem ich merke es ja. Ich habe ja letzte Woche eine Rolle gespielt mit Joker, davor den Paso Doble. Ich bin immer in die Rolle eingeschlupft und diese Woche haben wir gesagt, ich spiele keine Rolle, sondern das ist die wahre Rolle, nämlich die des Lebens. Und heute bin ich da als stolzer Papa. Und ich habe versucht, Ruhe auszustrahlen. Die Paula hat es geschafft, die Ruhe auszustrahlen und den Papa unter Kontrolle zu halten. Und das ist nochmal viel, viel Mehrwert und das hat mir taugt. Das habt ihr zu dritt ganz großartig gemacht. Danke. Sieht das Publikum vielleicht genauso und ruft für euch an. Jetzt gibt es mal Punkte für euren Scheiß von der Jury. Ganz genau. Maria Angelini Sandner legt wie immer vor. Es war eine emotionale Performance von mir. 7. 7 Punkte, Amira. Von mir gibt es auch ganz, ganz tolle 7 Punkte. Und Bollasch. Ich mag ja gerne die Tiroler und Tirolerinnen. Liegt in der Familie. Nicht alle, okay? Nicht alle. Steh dazu. 5. Aber zumindest eine. Das sind 19 Punkte für den Scheich. 19. K04, Alexander Freundmann, Manuela Steck und heute mit Tochter Paula. Vielen Dank. Danke sehr, danke.